So, wir kommen zurück. An meiner Links. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein. Was haben wir denn für neue Lieder? Oh, alle Segel klar zum Setzen. Wart euch ein paar für später. Okay, das Lied ist schrecklich. Los, Männer, senkt. Please tell me what is this sailboat's name. Ich sag doch, schicken voll im Klavier. Tell me now what is this good folks name. Sailboat Malarkey. Well now, me boys, we are bound out to sea. Sailboat Malarkey. Oh, wind! Aufhören, Jungs! Okay, das ist auch nicht viel besser. Was hatte ich nochmal gesagt, was brauchen wir für Dinge? Wollen die noch einen Buckelwal oder sowas? Irgendeinen Wal brauchten wir noch. Irgendwas brauchten wir noch. Jaguar-Pilz. Ich brauche den Knochen des großen weißen Hais. Habe ich sonst alles? Ne, da fehlt mir noch was. Und Schwertwal. Ach, Bullenhaie war schon. Mit Schmackes, Jungs, ist keine Schikane. Seid ruhig, Männer. Das zweite Stück, nicht nur einen. Hm? Lasst was hören, Matrosen. Was meinst du, Daisuke? Handy, me boy, so handy. Oh Gott. Gut, das reicht, Jungs. Alles klar, das Lied ist noch viel schlimmer. Bringt jeden fetzten Stoff in den Wind. Meersegel, wir reiten die Böe. Bei den Knochen brauchst du zwei Knochen. Brauch ich zwei Knochen? Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, aber ich habe den großen weißen Hai noch nicht gefunden. Halber Wind, Männer, beruhigt sie! Die habe ich noch nicht gefunden. Genug! Danke! Das Lied ist nicht viel besser. Danke! Ich bin doof! Tolle Segel, Bewegung! Warum habe ich das an, wenn ich die Cam heute sowieso nicht anhab? Fällt mir gerade mal auf. Glaub ich, segeln wir nach Afrika in der Folge. Die werden auch, glaube ich, noch nicht angezeigt, also man kauft sich das Paket, wo alles aufgedeckt ist. Ja, wahrscheinlich befindet er sich irgendwo in den Dingern, die ich noch nicht gemacht habe. Irgendwo hier oder da oben oder da oder da. Also hier ist er auf jeden Fall nicht. Weil sonst hätte ich den hier nämlich schon gesehen, weil hier ist nämlich der Hammerhai. Der muss irgendwo hier unten sein. Und die habe ich noch nicht aufgedeckt. Wart euch ein paar für später. Das reicht mit dem Lied? Singt uns ein Lied, Männer. Das reicht fürs Erste. Okay, das ist besser. Wie würde auf dem Schiff, wäre mir voll schlecht. Obwohl, ich bin auch noch nie Boot gefahren. Das letzte, was man aufdeckt. Ja. Gucken wir mal. Wir brauchen ja noch ein bisschen. Heave-o, 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 heave-o,
So, Vertrauen muss man sich verdienen. Wie lautet der Kurs? Principe, Steuermann. Wir segeln zur Küste von Afrika. Dann auf nach Afrika. Boah, ist das kalt hier drin. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber die Aussichtstürme sind bis jetzt zu stark für mein Schiff. Ich habe die schon versucht zu machen. Okay, wo soll ich jetzt hin? Ich bin in Afrika. Da unten muss ich. Muss ich da unten? Ich muss wahrscheinlich noch da hinten hin, oder? Ja. Ach, ich soll die versenken. Ja, moin. Wenden! Tippen direkt voraus! Feuer! Oh. Ja! Feuer! Ein gut passierter Schuss! Feuer! Feuer, Sir! Kanone bereit! Runter auf den Grund! Ich sehe nichts! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Köpf, bist du verrückt, Köpfen? Ich sehe nichts, Jungs, Mädels. Bleib locker! Zurück, die werden uns versenken! Feuer! Hör sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Feuer! Schieß dahin, Aha! Sir! Sie stehen am Tor zur Hölle! Feuer! Hör sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Ein Zeichen und die Enterhaken fliegen, Sir! Feuer! Sie geht gleich runter! Das zu reparieren! Aha! Sie stehen am Tor zur Hölle! Reicht das Spiel für uns, Captain? Du wirst uns versenken, Kenway! Ah ja, alles gut. Feindliches Feuer! Au! Feuer, Captain, du reißt uns in Stücke! Feuer! Sie haben uns, Captain! Sir, und das geht gleich unter! So. Ein Wrack mehr! Sind bereit, Sir! Schau, haben wir doch alles. Nee, lass mal deinen Zug, alles gut. Steuerbord, da treibt etwas Frachtgut, Sir. So, jetzt finden wir mal den Weißen. Den Weißen, Mann, den Weißen. Wir segeln genau aufs Land. Gebt dem Wind! Wir scheinen näher zu kommen, Captain. Ich suche nach Robert. Kommt bald zurück, die Crew wird schnell unruhig hier draußen. Ich hab Spyro durchgespielt. Also den ersten Teil. Captain ist außen Bord. Den zweiten Teil haben wir gestern zwei Folgen noch gemacht. Morgen machen wir dann. Morgen kommt dann Elden Ring. Also morgen machen wir Elden Ring. Und dann ist erstmal vier Tage lang kein Stream. Weil ich nämlich Ich habe Nachtschicht. Deswegen kommt vier Tage lang kein Stream. So. Ja, kenn ich. Ja, ich muss halt so früh zur Arbeit, wenn ich Nachtschicht hab, und dann lohnt sich für zwei Stunden den Stream anmachen nicht. Je nachdem, wann ich halt aufstehe. Kann das sein, dass ich Donnerstag und Freitag streame? Muss ich mal gucken, weil mein Freund mich zur Arbeit bringt. Dann könnte ich sogar bis 18 Uhr streamen. Muss ich gucken. Brauchen wir nicht noch Jaguar oder so? Hat er nicht noch was? Cool. Da ist eine Festung. Wie komme ich in diese Festung?
Wahrscheinlich muss ich außen rumrennen. Ist ja toll. Da sind Männer. Da sind Männer. Komm ich da hoch? Ja. Oh, shit. Hi. Ja, die schwer bewaffneten, ja. Captain Kenway. Schon wieder eine missliche Lage, Roberts. Wir sollten endlich damit aufhören. Hör auf, mir zu folgen und dein Wunsch wird wahr. Das ist doch nicht nötig. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort. Unser Captain Howell starb heute bei einem portugiesischen Angriff. Der sture Narr. Ich warnte ihn nicht, an Land zu gehen. Das wurde inszeniert. Von den Templern Burgess und Cockram. Dieselbe Brut, die dich nach Havanna brachte. Ah. Ich fürchte, es macht keinen Sinn, vor den Templern zu fliehen, oder? Es ist wohl an der Zeit, zurückzuschlagen. Dieser Tonfall gefällt mir. Und ich weiß auch genau, wie. Doch diese Männer, Cockram und Burgess, die dürfen nicht entkommen und von meiner Flucht berichten. Niemals. Glaub mir. Falls du Männer von meiner Crew siehst, tu ihnen den Gefallen und schick sie her. Black hat eine ganze Stapel Süßigkeiten in seinem Schrank versteckt. Also die Gummibärchen nehme ich auch. Und den Mauarm. Die nehme ich dir wohl ab, Black. Hallo. Ich bin's, der Tod. Der Assassin-Tod. Einmal Munition plündern. Ja, Black, hätte man nix gesagt. Oh Gott. Ich hab schon gedacht, ich dickes Tier kommt da nicht vorbei. Nein, ich bin nicht da. Nein. No. Was doch mal. Oh shit. La. Steht da doch wunderbar. Ich will eigentlich nur die Kiste. Mehr will ich gar nicht. Ich bin nur an der Kiste interessiert. Und vielleicht an meinen Freunden rettern. Der Suge lass dich nicht verarschen. Berlin ist genau die gegengesetzte Richtung. Hallo, ich wieder hoch. Lass mir jetzt nicht, ich kann da nicht hoch, oder? Hi! Cool. Yeah. Hey. Kann ich mich da hoch? Ich bin doof. Ich bin so doof. Ich hätte da oben erst das Ding nehmen sollen. Ist auch ein ganzes Stück. Leck, jetzt hör auf, den zu verarschen.
Nicht nett. Du musst dich als Mod benehmen. Du hast eine Vorbildfunktion, ja? So, jetzt kann ich nochmal nach oben gehen. So, was wir jetzt machen, wir gehen jetzt erst hier hoch, bevor wir da runter jumpen. Hi! Hey! Das Berühren der Figuren mit dem Boden ist verboten, ihr Männer. Ha? Oh, nein! Oh, hi! Ich hab keine Zeit für euch. Lasst mich alle in Ruhe. Ich bin nur auf dem Turm drauf. Benehmt euch! Benehmt euch! Chutulu! Nein! Nö! Nein! Nee! Bin ich da für euch? Ah! Aua! Oh, wow, 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 wow. Ich bin tot. Ich wusste jetzt nicht, dass sie da gerade hochschießen können. Na, jetzt reicht's aber. Chat! Das ist eklig. Oh, ihr seid in beiden Dingen, ihr seid tot. Da oben muss ich hin. Stop it! Stop it! Ja, Lulu. Nicht, dass Klopapier mit Schokolade lecker ist. So. Ja, wir müssen da... Bringen wir da nochmal runter. Hallo! Ich bin's, der Assassine! Von wegen, die beiden hier schießen. Ah.
Da. Kann ich das Ding einsammeln, ohne runterzuspringen? Nein, kann ich nicht. Okay. Kann ich mich auch wieder dahin teleportieren? Ich kann keine Schnellreise. Ist das euer Ernst? Kann ich es nochmal? Jetzt kann ich es machen. Wie nicht verfügbar? Euer Ernst? Weil ich im Wasser bin oder was? Noch nicht zu nah dran. Ich bin wirklich zu nah. Das ist doch. Hä, aber ich. Kann ich. Warte mal. Oh, das ist ja beschissen. Das heißt, ich kann jetzt zum dritten Mal rumrennen. Black, was hast du nächste Woche Montag? Whisky, hi. Groß neues Jahr wünsche ich dir auch. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Ich hoffe, du bist sehr reingekommen. Hallo. Spätschicht, okay. Alle abmurksen. Ich will doch nur hier alleine. Lass mich doch in Ruhe. Ach komm, lass mich doch da hoch. Das Gebüsch. Nein, das ist kein Gebüsch. Shit. Okay. Shit. Nein! Jo, da da. Ich bin noch circa eine Stunde da. Eine Stunde streame ich noch. Sind die Kapuzineräffchen? Nee, Brüllaffen. Die ist da. Wie komme ich da hin? Ist die Frage. Okay, da vorne ist die. Ach, da ist. Oh, toll. Cool. Mach ich das anders? Gut. 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 Ja.
Ich könnte für 3 spaßen. Ich gehe mir jetzt das Ding holen. Ja, den Comment habe ich nicht. Ausrufezeichen Lurk habe ich nicht als Comment. Nee. I have no time for you. Go away from me. I'm very busy. Ey, ich bin kein Idiot. Was haben wir denn noch? Da ist noch eine Kiste. Und da ist noch welche zum Retten. Okay, tun wir die erstmal retten. Ach, die Retten sind da oben. Hallo! Hallo! So. Die Männchen ist da hinten, muss ich retten. Ich sollte andersherum gehen. Arschloch, du sollst sie nicht killen! Tschüss! Sei doch blöd! Wollt die retten! Da killt ja die! Was ein... Mir geht's sehr gut. Meine Feiertage waren... okay. Die waren okay. Also kann mich nicht beklagen. Komm ich hier hoch? Ja, komm ich. Was ist in die Kiste? Meint ihr, ich sterbe, wenn ich da runterspringe? Na. Ich sterbe, wenn ich da runterspringe. Okay. Wir wollen mich selbst gleich rutschen runter und springen nicht runter. Ach, guck mal. Du stehst schon so schön. Tschüss. Nein, ich noch nicht. Also, was wir mal eben machen müssen. Habe ich noch Knochen, damit ich mir so eine Heile herstellen kann? Ich muss auf jeden Fall ein paar Pfeile machen. Ja, ich nicht. Ich habe keine Knochen mehr. Nein. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Nach dem lauten Dings zu urteilen. Jetzt schwingt aber die Hufe, sonst lassen wir euch zurück. Ich will noch mal nach da oben und die befreien. Jetzt lasst mich doch in Ruhe. Ja, geht in den Busch. Geht in den Busch gucken, alles gut. Kann ich da nochmal hochlaufen? Ich will ihn retten. Ich will hier alles haben.
Da. Oh, falsche Richtung. Gehören die dazu oder was? Habe ich die nicht schon gerettet? Okay. Hier ist. Lass den Wasser doch nieder! Haben wir noch endlich. Du warst uns nützlich, Kenway. Wie ein echter Assassine. Und wofür? Seinen eigenen Stolz. Ihr habt euch mir in den Weg gestellt. Das sollte ein Mann nicht tun. Ein kesses Kerlchen. Genau wie Honeygold sagte. Dieser Templerhund bedeutet mir nichts. Keiner von euch. Und das ist ein Fehler, Kenway. Es waren die Templer, die uns aufnahmen, als alles zusammenbrach. Nicht unser König, nicht unser Land. Die Templer. Und dafür sterbt ihr jetzt. Die Templer sind unsere Familie. Ja, wo ihr jetzt für gestorben seid. Im ehrbaren Dien. Das Essen mager, die Heuer klein. Und die Arbeit hart. Doch als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit. Ich bin Freude und Genuss sowie Freiheit und Macht. Und welcher Mann bei klarem Verstand würde Ersteres wählen, wo die einzige Gefahr für uns Piraten die zornigen Blicke jener ohne Glanz und Größe sind. Ha! Also, ich bin nun 6 Wochen unter euch. In dieser Zeit habe ich mir eure Ziele zu eigen gemacht. Und zwar mit solcher Hingabe, dass es euch erschrecken mag, eure Leidenschaften in so starkem Licht in mir gespiegelt zu sehen. Doch, wenn ihr eben einen Captain in mir seht. Weg, das schaffst du. Verflucht. Dann bin ich euer Captain. Ja! Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser. Und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Ah, Mann. Deine Beharrlichkeit schmeichelt mir. Ich suche nach dem Observatorium. Man sagt, du seist der Einzige, der es finden kann. Man hat recht. Trotz aller Abneigung gegen deine Ungeduld erkenne ich in dir einen Hauch von Genie. Ich bin Bartholomew Roberts. Edward. Es gibt zurzeit nichts, was ich dir sagen kann. Doch wenn du mir zur Seite stehst, in 2 Monaten westlich der Leeward-Insel, erhältst du ein paar Antworten, das verspreche ich dir. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann!